So Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Dieses Mal fangen wir mit einem Challenger Deck an. Und zwar habe ich mir das Mono Green Stompy Challenger Deck von 2021 geholt. Oh, wir sind ein bisschen schwer reingezoomt. Ich hoffe, das macht nichts. Ihr beschwert euch ja immer darüber, dass ich nicht nah genug reinzoome bei den Boostern. Die 2021er Reihe finde ich richtig cool. Da sind richtig coole Karten drin und auch viele Karten, die nach der Rotation immer noch da sind. Und deshalb machen wir dieses monogrüne Challenger Deck mal auf. Geil. Become the Beast. Geil. Das Produkt wirbt damit, dass es weniger Plastik hat. Sofern ist das aktuell richtig. Wir haben erstmal eine Pappverpackung, die dann in eine pappgrüne Deckbox übergeht. Da sehe ich aber Plastik. Aber das ist ja nicht schlimm, das ist auf jeden Fall eine tausendfache Verbesserung zu dem, wie es früher war. Früher war da echt viel zu viel Plastik drum und die Deckbox ist gar nicht mal so schlecht. Naja, gucken wir uns mal das hier an, was wir haben. Hier ein Cheat zum Trennen der Sachen. Da hätte ich irgendwie ein Deckguide, eine Deckliste. Das wäre noch cool gewesen. Das ist ja immer ein Challenger-Deck, was sich Leute kaufen sollen, die in Standard einsteigen. So ein How to play the game wäre ganz nett. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja, dann gucken wir uns das Deck mal an. Wir starten mit dem Mainboard, natürlich mit dem Mainboard. Die Decks sind immer, habe ich ja gerade schon gesagt, für Anfänger, die in Standard reinkommen sollen, auf Turnierebene. Also FNM und ähnliches. Deswegen sind die aktuell auch noch nicht ganz so beliebt, weil wir haben halt kein FNM. Und wenn Leute spielen wollen, spielen die einfach Arena. Ich bin schlechter drin. Komm, geh auf. Geh auf, ich mache hinten irgendeine Karte kaputt. Geh auf. Oh Gott, ich habe sogar eine Turntimer angefangen zu sagen. Nein. So. Wir haben ein 60-Karten-Deck. Nein, die gute Karte. Dass wir durchgehen werden. Und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die sind. Die Kartenqualität. Es fühlt sich ganz gut an, tatsächlich. Und ja, mal gucken, was wir haben. Wir haben Turntimber Symbiosis. 7 Mana Sorcery. Wir gucken uns die 7 Karten, was sind 7 Karten unseres Decks an. Und wir können eine Kreaturenkarte davon ins Spielfeld bringen. Ja. Okay. Wenn es Mana kosten 3 oder weniger hat, kriegt es zusätzliche +1/+1 Counter und der Rest geht um das Deck. Interessant dabei ist einfach nur, dass das hier ein Land auf der anderen Seite ist. Und wie viel haben wir denn davon? Zwei. Zwei Turntimber. Okay. Das kommt enthauptet Spiel, wenn wir 3 Leben bezahlen. Und ist halt für grün. Was ganz cool ist tatsächlich. Einfach ganz cool ist. Und es wird auch tatsächlich viel gespielt. Na, die waren eine Zeit lang relativ teuer. Die haben fast das Deck bezahlt. So, dann haben wir ein Kasundu-Mammut. 3 Mana, 3/3 mit Landfall. Immer wenn Land ins Spiel kommt, kriegt es +2/+2. Auch hier mit einem Land hinten auf dem Rücken. Davon haben wir 3. Dann Garruk Unleashed. Aha, ein Planeswalker in den Decks habe ich. Doch, die Chandra war auch mal drin. 4 Mana, 4 Marken, +1. Eine Kreatur kriegt +3/+3 und trampelt bis zum Ende des Zuges. Das ist nicht schlecht. -2, okay. Wir kriegen einen 3/3 Beast und wenn der Gegner mehr Kreaturen als wir kontrolliert, legen wir eine Loyalty-Karte wieder drauf, was echt nice ist. Und -7, wir kriegen ein Emblem. Mit zu Beginn des Endsteps können wir direkt eine Kreaturenkarte durchsuchen und sie ins Spielfeld bringen. Das ist mächtig, aber da hinzukommen ist schon schwieriger. Wir haben nur einen, okay. Stone Cold Serpent. Okay. X-Mana 0-0, Schutz vor Multicolor, was nicht mehr so relevant ist. Trample und Reach und kommen mit +1/+1 können spielen. Dann haben wir 2. Also das ist echt nicht schlecht. Swarm Yard Shambler, 1 Mana 0-0, kommt mit der +1/+1 Marke rein. Und immer wenn eine Kreatur mit einer +1/+1 Marke Ziel vom Zauber oder Fähigkeiten wird, kriegen wir ein Insect-Token. Und wir können den für ein grünes tappen und ein +1/+1 Marke auf dir legen, was auch nicht verkehrt ist. Wird halt immer ein bisschen größer, davon haben wir eine Menge da drin. Scavenging, 2 Mana, 2/2 für ein grünes Exil, eine Karte aus dem Friedhof. Und wenn es eine Kreatur war, kriegen wir ein Leben und deine +1/+1 Marke. Auch 2. Wildborn Preserver. Das sind alles noch Rares. Also, das muss man einfach mal sagen. Man kriegt hier für, keine Ahnung, ich glaube 20 oder 30 Euro, kriegt man hier echt viele Rares. Und das ist echt gut. Wildborn Preserver. 2 Mana, 2/2 mit Flash und Reach. Und immer wenn ein Nicht-Human ins Spiel kommt, können wir X Mana bezahlen und +1/+1 Marken auf den hier legen. Das ist auch nicht bad. 2, 2. Yavo, Lord of Garenbrig.
3 Mana 0-0, kommt mit 4 plus 1 plus 1 Mana ins Spiel. Und immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, eine grüne Kreatur, können wir eine plus 1 plus 1 Mana auf den hier legen. Wenn die Power dann, also auf die Kreatur legen. Nee, auf und Jorvo, also auf den legen. Und wenn die Kreatur stärker ist als Jorvo, kriegt der noch eine plus 1 plus 1 Mana. Oh, nicht bad. Echt nicht bad. Lovestruck Beast, 3 Mana 5-5, kann ich angreifen oder blocken, es sei denn, man hat einen 1-1er. Und man kann die auf ein Adventure schicken, um einen 1-1er zu kriegen. Immer noch Rares, Alter. Oh, wie viele Lovestruck Beasts sind da drin? 2, 3, 4. Komplettes Playset Lovestruck Beast. Die meisten Leute haben das halt schon. Aber ansonsten, wenn man es nicht hat, nice. Weitere Rares. Gemraiser, 4 Mana 4-4 mit Mutate. Reach Trample. Das ist halt auch eine geile Kombination. Und immer wenn diese Kreatur mutated, kann man einen Artefakt oder Verzauberung zerstören, den der Gegner kontrolliert. Nicht schlecht. Und Primal Might. Ein grünes Mana und X, eine Kreatur kriegt plus 6 plus 6 und fightet eine andere Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Ich kann auch Mana, voll okay. Auch das ist dreimal. Okay, dreimal drin. Ja, das sind die Rares, die man kriegt. Wie gesagt, wenn ihr die irgendwie für 20 Euro oder 30 Euro aufpicken könnt, das ist es voll wert. Und die Challenger Decks sind auch eine ganz coole Sache, wenn man die einfach mal so geschlossen hat. Also jedes Challenger Deck einmal, und dann kann man so in der Zeitkapsel sozusagen so rausholen, so okay, lass mal Challenger Decks 2020 spielen, lass mal Challenger Decks 2019 spielen. Richtig cool. Und ich mag Challenger Decks tatsächlich, weil sie auch eine Menge Reprints geben. Es ist immer dieser schmale Grat zwischen, es ist ein spielbares Deck und wie viel muss ich in das Deck reinstecken, damit es cool wird. Aber das Monogrüne hier ist schon relativ cool. Wildwood Tracker, 1-1-1, wenn er angreift oder blockt und wir eine andere Nicht-Human-Kreaturen kontrollieren, kriegt der plus 1 zu dazu. Das ist sehr mächtig. Davon haben wir, eine Menge? Eine Menge. Syrfaren the Henchhammer. 2-2-2, wenn er angreift, kriegt eine andere nicht mit angreifende Kreatur plus 6 plus 6, wobei X seine Stärke ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass die halt hier sehr wenig andere Karten als Throne of Eldraine, M21 und so weiter gemacht haben. Ist auch, also Zendikar Rising ist halt das Neueste, was hier drin ist. Ist kein Kaltheim drin, ist kein Strixhaven drin. Aber die werden halt weit im Voraus geplant und dafür sind die Decks echt gut geworden. Treasuring Brontodon, 3-3-4 für ein farbloses kann man das Opfern im Artefakt oder Verzauberung zerstören. Also ist gut, davon könnte man ruhig ein Playset spielen. Okay, es sind nur drei. Ramp Root, 2 Mana Instant, eine Kreatur eurer Wahl fügt einer anderen Kreatur Schaden zu, die man nicht kontrolliert. Und wenn die Kreatur Trample hat, wird Excess Damage, also Damage, der über die Verteidigungsstärke geht, dem Controller zugefügt. Was Starkes. Das kennen wir so sehr selten von Effekten, außer von Giants. Giants haben das auch. Und dann haben wir noch Snakening Veil, 1 Mana Instant, wir legen plus 1 plus 1 Counter auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und es kriegt Hexproof bis Menace Tugus. Die habe ich neulich im Legacy so gespielt, das ist eine Kaltheim-Karte. Und das macht mich ein bisschen traurig. Hier könnten so viel mehr coole Kaltheim-Karten dran sein. Warum nicht? Das ist ja sogar eine Kaltheim-Karte. Also es ist... Es macht halt den ihr Argument mit, wir machen das so weit im Vorraum, wir können das nicht mit einplanen. Ein bisschen nichtig. Ansonsten, trotzdem, Challenger Decks sind ein geiles Ding und ich liebe es, dass sie jetzt auch auf Deutsch da sind. Ich mache lieber Englisch-Karten auf, weil ich lieber Englisch spiele. Aber die Challenger Decks jetzt auch auf Deutsch zu bekommen, das ist der Hammer. Das ist voll untergegangen. Das wissen die wenigsten Leute. Aber deutsche Challenger Decks sind da, Leute. Deutsch. So, gucken wir uns mal Sideboard an. Sideboard und Token, wenn ich es richtig sehe. Wir haben Kalni Ambush. 3 Mana, eine Kreatur, fightet eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Und auf der anderen Seite ein Land. Davon haben wir 2. Dann Chain Whip Arcaneer. 1-1-2 Reach. Und wenn ein Spielfeld kommt, fügt sie Schaden in Hyria Stärke einer fliegenden Kreatur zu. Mit Escape und für 5 Mana kann man die aus dem Friedhof wiederholen und mit 3+1+1 marken. Ich hab schon wieder vergessen, dass Escape ein Ding ist. Return to Nature, sehr mächtige Karte. Grün ist ein farbloses mit zerstörten Artefakte, Verzauberung oder exiliert eine Karte aus dem Friedhof. Ich liebe ja dieses Eldraine-Artefakt damit mit dem Wagen, mit den Mäusen und mit dem Return to Nature. Das ist eine kleine Geschichte im Spiel. Mehr Snaking Veils, noch 2 Stück. Noch ein Trashing Brontodon, da kommt dann das Playset. Okame Adversary, 4-2-3. Wenn der Gegner ein grünes Permanentes kontrolliert, kostet er 2 Mana weniger zum Spielen, dann ist der 2-2-3 Death Touch. Und wenn der Gegner Schaden zufügt, zieht ihr eine Karte. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das kann man als Playset ganz gut benutzen. Run a Foul. Eine Kreatur. Ein Gegner opfert eine fliegende Kreatur. Sehr starke Karte. Sehr, sehr starke Karte. Habe ich im Legacy auch schon gesehen. Und dann haben wir Token, Insect Token und Human Beast Token. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Tokens. Das finde ich schade. Sie hätten hier ruhig hingehen können, hätten diese anderen Zahlen nehmen können. Das sind alles die 1 von 9. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht. Alles die mit demselben Artwork.
Es gibt 9 von 9. Ich hätte lieber gehabt, dass die wirklich so, keine Ahnung, 6 von 9 oder 9 von 9 hier reinpacken. Das wäre cooler gewesen. Aber ansonsten, das Monogrüne, ein sehr cooles Deck. Ich mag das Deck tatsächlich. Und ja, mal gucken, was ich damit machen werde. Ich habe auch noch ein paar andere da. Und ihr wisst, ihr kennt mich mittlerweile. In nächster Zeit werden hier wohl ein paar Challenger-Decks 2021 ausgepackt. Wir hatten jetzt auch eine Menge Commander-Decks und ein paar Pre-Release-Kits und andere Sachen. Und ja, dann ist das eine ganz coole Abwechslung, denke ich. Gerade für Leute, die halt weniger auf meinem Channel was finden, außer halt irgendwelche Standardprodukte. Dafür sind die ganz cool. Es ist natürlich jetzt auch so, dass, es ist halt Throne of Eldraine. Und die Rotation von Standard hat dem Ganzen halt nicht gut getan. Nehmt es als das, was es ist. Es sind coole Casual-Decks, die auch ein bisschen standardspielbar sind. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Bexit. Ciao, ciao.